Schatz, ich bin mal kurz auf YouTube, Video machen. Controller, Basisstationen, Webcam und 3, 2, 1, los! Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Pre-Review von Manifest 99. Das Spiel kommt Anfang nächster Woche raus und ich durfte aber schon mal reinschauen und euch erzählen, was euch erwartet. Let's go to the checkup. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich gebe mal wieder die Aussage, ich bin kein Kunstkritiker und dieses Spiel geht ganz klar wieder in Richtung Kunstobjekt für mich, weil es ist kein Spiel. Das ist ein VR-Erlebnis, in dem ihr euch mittels Sichtkontakt zu Gegenständen oder Personen teleportiert und eine Geschichte erzählt bekommt. Und diese Geschichte, die ist ziemlich düster. Also ich habe sie nicht verstanden, vielleicht kann sie mir jemand erklären, vielleicht kann man sie auch vielfach interpretieren, so wie das halt auch mit Kunst so ist. Es ist so, dass das Teil rausgekommen ist für die PlayStation, für die HTC Vive und die Oculus Rift. Und man braucht absolut keine Controller, also weder Tastatur, Maus noch Gamepad noch die Vive-Controller, sondern das spielt sich einfach nur mit Kopfdrehen. Wie sieht's aus? Sehr schlicht, gewollt schlicht. Also es ist wirklich sehr einfach gehalten und das soll auch so sein. Ja, es gibt ein paar technische Mängel. Ich hätte gern gehabt, dass man noch ein paar Einstellungen machen können, wie Sound oder dass man auch jederzeit mal wieder ins Menü zurückkommt. Das Ganze dauert ungefähr, ich glaube, um die 20 Minuten, eine halbe Stunde. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie fest, dass ihr euch noch in diesem Spiel oder in diesem Erlebnis rumguckt. Ja, es ist einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird, je nachdem, wie lange das ihr braucht, irgendwo was zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde, wie gesagt. Und ein bisschen düster, nichts für schwache oder depressive Menschen. Und da sind auch schon die 2 Minuten um. Guckt euch doch einfach mal das Gameplay an. Ich habe nicht zu viel gespoilert, sondern ich habe so beim ersten Tier, das ist der Bär, das kann man auch überall in den anderen Reviews vom Hersteller selber lesen, bei diesem Bären, da habe ich auch aufgehört. Also bis dahin ist eigentlich erklärt, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß im Gameplay. Herzlich willkommen im Gameplay, wobei hier ja Gameplay ein bisschen übertrieben ist. Erstmal die Controller. Egal welche das ihr habt, die könnt ihr einfach mal getrost zur Seite legen. Die braucht ihr nämlich nicht fürs Spiel. Gespielt wird wie in einer Cardboard-App. Ihr steuert den Kopf auf das gewünschte Ziel. Das wurde hier nicht mittels eines Punktes umgesetzt, sondern man schaut gewissen Tieren oder Personen oder Gegenstände, die guckt man einfach an oder man guckt denen in die Augen. So, und eben das ist das Problem, weil wenn ihr jetzt das da sehen wollt, was ich sehe, dann gucke ich direkt diesen Vögelchen hier in die Augen, ne? So, wie ihr seht, sind hier einige dunkle Krähen. Das war beim ersten Start dieser App noch nicht der Fall. Ich habe das aber schon mal mir angeguckt und deshalb habe ich jetzt hier verschiedene Kapitel freigeschaltet. Und ich gehe mal davon aus, über jedem Tier, wo ein Symbol drüber ist, oder über jeder Krähe ist ein Tiersymbol, dass das die Kapitel sind. Und hier die Krähe in der Mitte startet dieses Spiel-App-Erlebnis neu. Und der gucke ich jetzt mal in die Augen und wusch, befinde ich mich neben einem Bahngleis. Ja, wie ihr seht, ist die Grafik kunstvoll einfach gehalten. Die Kantenglättung macht hier einen guten Job. Einstellung habt ihr keine. Ihr habt weder Toneinstellung noch Grafikeinstellung. Es ist sehr, sehr minimalistisch, das Ganze. Erinnert wirklich ganz stark an technisch, an eine, wo seid ihr überhaupt hier, an eine Handy-Cardboard-App. Ist aber ja eigentlich ja auch für die Sony PlayStation entwickelt worden, dieses Spiel, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, da hinten schwadert's und dampft's. Und ich möchte euch schon mal sagen, ich werde hier nicht
allzu weit vorspoilern, weil es handelt sich eigentlich meiner Meinung nach nicht um ein Spiel, sondern um ein interaktives Erlebnis, Filmerlebnis, VR-Erlebnis. Aber ich zeige euch mal, wie das Ganze technisch umgesetzt ist in den ersten paar Beispielen. Ich kann mich umgucken, man sieht da hinten diese Nebelschwaden und hier sehe ich ein Vögelchen vor mir, dem gucke ich jetzt mal tief in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, das Ganze geht auch wieder zurück, oder? Sup, dann werde ich dorthin teleportiert. Beziehungsweise ich werde nicht nur dorthin teleportiert, sondern ich bin dann dieser Vogel. Was mich jetzt ein bisschen irritiert ist, ich habe das vorhin mal festgestellt, ab und zu sehe ich mich als Vogel. Also ich sehe dann hinter mir so einen Schwanz. Bei dem geht es auch nicht. So, die fliegen weg und ich bin auf dem Gleis. Ich komme hier also nicht mehr weg. Ach du Scheiße. Ein Zug. Ach, herrje. Okay. Hier fliegen die Fetzen und die Waggons. So, Break. Ich bin jetzt Krähe auf einer Parkbank. Ja, es ist immer dieser geheimnisvolle Nebel da. Da kommt auch schon Zug. Ich kann jetzt dieser Krähe noch in die Augen gucken, dann bin ich ein bisschen näher dran. Kann auch wieder zurückgucken. Also technisch klarer Fall. Die Texturen, seht ihr, die sind wahrscheinlich auch gewollt verschwommen. Ja, der Zug hält an. Und ich darf einsteigen. Natürlich, ich steige ein. Ja, da läuft auch schon irgend so ein Geist rum. Ja, das ist einfach etwas, das sollte man ein bisschen genießen können. Also man sollte hier ein bisschen dieses Erlebnis in sich aufnehmen. Seht ihr, da so ein paar Schockelemente sind auch drin. Da will man mir Angst machen. Ich gehe mal ein bisschen hoch, gucke mich hier wieder ein bisschen um. Ja, technisch möchte ich noch dazu sagen, was auch fehlt. Das ist, ich komme hier natürlich erstmal, ich kann die Controller in die Hand nehmen. Es gibt aber keine Taste, die auf irgendwas reagieren würde. Das heißt, ich komme nicht wieder zurück ins Hauptmenü. Das ist teilweise ein bisschen ärgerlich, weil man weiß auch nicht so richtig, wenn man Pause machen möchte, wie beendet man dieses Spiel? Und jetzt habt ihr hier gerade gesehen, da hinten bricht mir der Zug weg. Und hier ist ein Feuerzeug. Guck mal, da gibt es so einen Schatten, wenn ich da hingucke. Wenn ich den genau da drüber lege, zup, dann kriege ich Informationen zu diesem Gegenstand. Aber es ist kein Adventure-Spiel. Es ist, ihr sammelt Gegenstände nur, damit sie euch in Form dieser Geschichte etwas erzählen. Und ich gehe mal weiter. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, ich befinde mich ja hier in diesem Zug und außenrum die Welt, die ist auch ganz schön komisch. Ich gehe mal ins nächste Abteil. Und jedes Mal, wenn ich mich in einem neuen Abteil befinde, guckt, was passiert. Das hintere bricht weg. Das passiert aber nicht, solange ich mich in diesem Abteil befinde, wo ich mich gerade aufhalte. So, gucken wir uns noch ein bisschen um. Da ist nichts. Ich teleportiere mich mal weiter. Seht ihr, da läuft wieder jemand rum. Da schleicht jemand. Und dieses Spiel ist für mich ganz klar wirklich wieder eine Art Kunstinszenierung. Guck mal, dass wir das jetzt einmal hier kriegen. Hier passiert was, was ich gerade verpasst habe, weil ich jetzt diesen Hut angeguckt habe. Ja, wo war ich stehen geblieben? Eine Kunstinszenierung. Und ich kann euch ehrlich sagen, das ist ein bisschen auch was sehr Deprimierendes, hat das an sich. Das ist nichts, was man einfach so lachend fertig spielt oder fertig anguckt. Ich habe zumal, habe mir dazu anscheinend der nötige Grips gefehlt, um diese Geschichte zu verstehen. Ich habe sie nicht verstanden. Aber wie gesagt, ich will damit bloß sagen, das ist eher was Düsteres. Für jeder, der was auf was Düsteres steht, der sollte sich das mal angucken. Wir gehen jetzt mal bis zum ersten großen Tier. Guck mal hier. Hier ist der Bär.
Der sieht nicht gerade glücklich aus. Der hat auch den Kopf von uns abgewendet. Der möchte jetzt keinen Augenkontakt. Aber ich. Also gehe ich mal in die Krähe rein und gucke ihm nochmal in die Augen. Richtig. So. Und jetzt kriege ich die Geschichte erzählt, wie der Bär zum Zug kommt. Der hat eine Uhr gekriegt von einem anderen Wesen, was er anscheinend sehr gerne mag. Frau, Kind, Mutter. Nee, Mutterbär war das nicht. War eine Katze. Okay, und er zieht in den Krieg. Habe ich gesagt, ist traurig. Der Bär auch. Er gedenkt seinen gefallenen Kollegen, guckt auf die Uhr und steigt in den Zug mit der Nummer 99. So, er ist zwar vorne in die Lok eingestiegen, aber er sitzt jetzt wieder hinten. Er winkt mir nochmal und Radabams. Tja. Aufheiternd ist das nicht. So, und jetzt mache ich eigentlich auch mal Stopp hier, weil weiter möchte ich euch die Geschichte nicht erzählen. Die Thematik bleibt die gleiche. Ihr begegnet verschiedenen Gegenständen und ihr begegnet Personen. Und diese Geschichte setzt sich nachher zusammen aus all diesen Lebewesen, die ihr hier im Zug antrefft. Und dann gibt es auch ein Ende. Ja, das ist so. Also, ich will nicht weiter spoilern. Es soll jetzt von meiner Seite her auch auf YouTube nicht die ganze Geschichte hier drauf sein, weil sonst möchte die sich ja auch niemand mehr angucken. Drum setze ich jetzt auch mal die Brille wieder ab. Ich kann ja nicht aus dem Spiel raus, also ich habe kein Menü technisch. Ja. Also ich bin ja kein Kunstkritiker, die Geschichte an und für sich, das ist für jeden etwas, der ein bisschen so auf düstere Geschichten, emotionale Geschichten steht, der es auch gerne ein bisschen komplizierter mag und nicht so oberflächlich, wie ich das gerne habe. Technisch, ja, die Grafik, Kantenglättung ist in Ordnung, die Grafik ist gewollt, sehr schlicht gehalten, die Texturen sind wahrscheinlich auch gewollt, sehr schlicht gehalten, ist alles in der Unreal 4 Engine gerendert, also da hätte mehr gehen können, aber das ist... Das soll so aussehen, wie es aussieht. Zu bemängeln habe ich einfach, dass man nicht aus diesem Spiel rauskommt und nachher weiß ich auch nicht so ganz, man kann ja diese einzelnen Kapitel von den einzelnen Wesen, die man antrifft, die kann man nochmal spielen oder sich nochmal angucken. Vielleicht muss ich das machen, um die Geschichte nochmal besser zu verstehen. Aber auch da ist es wieder so, wenn man mal drin ist, man ist drin. Man kommt nicht raus und kann sagen, falsches Tier, ich möchte jetzt in das andere. Man bleibt technisch da, wo man ist. Und ich habe es auch probiert mit der Tastatur. Es hat keine meiner bekannten Tasten funktioniert. Also, in dem Fall, wenn es was für euch ist, zieht es euch rein. Ich sage, spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.